In diesem Industriedenkmal kommt Kameramann Jörn auf eine verrückte Idee. Ich habe einen neuen Motor für die Ente gefunden. Wenn du den einbaust, sehr gerne. Doch nicht den, da hinten. Guck mal, da an der Ecke. Ach so, dieser kleine hier. Das große Ding würde aber sicherlich mehr Power bringen. Was das überhaupt ist, erzählt mir Christian Bremer. Das ist ein Stromerzeuger sozusagen, aus damaliger Zeit. Und was wurde damals hier gemacht? Senf. Senf? Senf. Also das, was wir auch machen hier mit dem Beitrag. Das, was du machst. Senf soll aber nicht das Thema sein heute, denn Christian Bremer hat noch viel mehr von diesen Mopeds in seiner Halle stehen. Ja, also hier stehen 35 DKW-Motorräder und Roller und Mopeds. DKW heißt Dampfkraftwagen. Dann könnte Jörns Idee mit einem neuen Motor ja vielleicht etwas werden. Dies ist das Museum im Zweitakt. Und diese Motorräder haben mit der Ente mehr gemeinsam, als man denkt. Ja, ich habe mich immer interessiert für Lohn- und Brotfahrzeuge aus den 50er Jahren. DKW ist ein Lohn- und Brotfahrzeug gewesen. Es war günstig, jeder hat es gefahren. Genau solche Geschichten möchte Christian Bremer zusammen mit seiner Partnerin Bianca Beisens in diesem Museum erzählen. Obwohl sie witzigerweise etwas anderes favorisiert. Eher mitgehangen, mitgefangen, kann man sagen. Ich fahre auch Motorrad, aber habe mehr die Begeisterung zu den jüngeren Maschinen, also nicht zu den älteren. Was neue Maschinen nicht oder halt noch nicht können, ist das, was die Zeit mit sich bringt. Dieses Motorrad zum Beispiel ist für Christian Bremer etwas ganz Besonderes. Deshalb hat er es bewusst so gelassen, wie er es vorgefunden hat. Verstaubt und mit einer langen Biografie. Baujahr 1933, wurde 7 Jahre gefahren. Danach wurde sie vor dem Dritten Reich geschützt. Alle Privatmaschinen oder Autos wurden von der Wehrmacht eingezogen. Und somit hat man natürlich Autos und Motorräder schützen wollen. Deswegen gibt es ab und zu auch nochmal Scheunenfunde, wo Zwischenböden sind, wo diese Maschinen drin sind. 4 Reifen und ein Dach über dem Kopf fanden viele Leute aber mit der Zeit bequemer. DKW hat noch einen Rettungsversuch unternommen und die Maschinen optisch aufgewertet. Den Luxus gab es ab 56, weil der Aufschwung der Autos kam. Jeder wollte ein Auto fahren, was aber nicht funktioniert hat. Das Auto war eigentlich stärker. Also bist du mit deiner Ente daran schuld? Ich bin jetzt schuld daran, dass es diese Motorräder nicht mehr gibt? Ich bin 81er Jahrgang. Ja, immer soll ich schuld an allem sein, wenn es nach Jörn geht. Vielleicht kriegen wir das Problem mit der Ente ja mit dem richtigen Motor gelöst. Und die Vorwürfe hören endlich auf. Da geht noch der Motor. Aber wir könnten auch den Motor in unsere Ente bauen. Also den Motor, der den Motor dreht. Ja, oder wir leihen uns einfach eine Maschine. Obwohl es auch da einen Haken gibt. Leider sind sie nicht einsatzfähig. Ich habe sie alle trocken gelegt, weil der Sprit zu 90% immer umkippt. Aber ihr könnt gerne die Maschine hier leihen. Und nach Hause schieben. Jörns Lieblingsbeschäftigung. Vielen Dank. Bringt Jörn morgen zurück. Ciao. Kommt gut nach Hause.